Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Ich bin Marie und heute zeige ich euch ein paar Momente aus meinem Garten. Und wir beginnen gleich mit meiner Märchenrose, die in einem wundervollen Gelb erstrahlt und von meinen Rosen eigentlich die meisten Blüten im Sommer trägt. Ich probiere eigentlich den Garten so zu gestalten, dass die Bienen und Schmetterlinge viel Futter finden können. Und ich beobachte Insekten total gerne und freue mich immer, wenn ich Schmetterlinge oder andere Käfer sehe. Ich habe auch zwei Bienenhotels in meinem Garten und letztens ist erst eine Biene reingegangen und das hat mich sehr, sehr erfreut. Das hier ist meine Kletterrose, die bis zu 3 Meter groß werden kann und als erstes von meinen Rosen im Sommer anfängt zu blühen. Ich liebe es, wenn diese Rose erblüht mit ihrer schönen Farbe. Ich habe auch Lavendel und andere Blumen im Garten, extra für die Insekten. Das ist meine weiße Kletterrose, die als letzte blüht. Und immer sehr, sehr viele Blüten trägt und ich finde sie auch wunderschön. Ich habe auch Obst im Garten, einen Obstbaum, das hier ist Basilikum und Erdbeeren habe ich auch, ganz viele Erdbeerpflanzen. Leider haben die Vögel und die Insekten alle Erdbeeren dieses Jahr gefressen. Das sind meine Johannisbeeren. Die esse ich auch total gerne, wenn sie richtig schön rot sind. Und einen Heidelbeerstrauch habe ich auch, an dem dieses Jahr 5 Heidelbeeren dranhängen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und genießt das schöne Wetter. Alles Liebe und bis demnächst. Eure Marie.